So, da haben wir das zum Lesen. Das andere lesen wir aber erstmal noch, was wir vorhin gefunden haben. Brief an einen Sohn. Junge, du hast nach diesem Gyul-Weib gefragt, das ich über ihren Aufenthaltsort und ihre Herkunft weiß. Ich habe keine Ahnung, warum dich das interessiert. Aber dazu kann ich einiges sagen. Anfangs hatten die Einheimischen sich gegen uns zur Wehr gesetzt. Das war schon fast ein Aufstand. Das führte aber zu nichts, denn der Baron wusste schon damals, dass immer derjenige mit den meisten Waffen der Boss ist. Daher hat er für genug Waffen gesorgt. Später brachte er als Stärkster alle anderen Bandenanführer dazu, sich ihm zu unterwerfen, sodass niemand auch nur daran dachte, sich gegen ihn zu stellen. Sie leisteten keinen Widerstand, da sie sich hätten zusammenschließen müssen, um eine Chance zu haben. Außerdem waren sie zu sehr damit beschäftigt, sich gegenseitig zu bekämpfen. Die Einheimischen hatten keine Autos und verkrochen sich in ihren Löchern. Sie hofften, dass er einfach irgendwann wieder verschwinden würde. Tat er aber nicht. Stattdessen machte er Nägel mit Köpfen. Jetzt muss ich kurz warten, bis ich da runterscrolle. Oh, jetzt. Dann kamen sie raus. Aber sie waren zu wenige und es war zu spät. Okay, das habe ich nicht weiterlesen können. Ich muss schnell werden. Anschließend probierten sie es mit Guerillataktiken, bereiteten uns jahrelang Probleme. Wenn zum Beispiel ein paar Jungs auf Patrouille gingen, schossen sie, sobald ihre Wagen zu sehen waren. Sobald wir ihnen zu Hilfe eilten, brannten die Autos schon und die Jungs waren tot. Wie? Wer? Wo war ihre Basis? Sehr schwierig, das herauszufinden. Viele versteckten sich in den Bergen. Jene, die auf dem Gebiet des Barons blieben, erzählten Geschichten und sangen Lieder von den Freien, brachten ihnen Lebensmittel. Damals hörte ich zum ersten Mal von diesem Miststück namens Gyul. Sie war damals noch ein kleiner Fisch, aber bereits völlig erbarmungslos. Eine eiskalte Mörderin. Sie ließ niemanden lebendig zurück. Die Sklaven waren natürlich begeistert von ihr. Ach, sie ist zwar ein Mädchen, aber sie metzelt die Feinde nieder wie nichts. Also begannen sie auch von ihr Geschichten zu erzählen. Naja. Der Baron ist aber nicht auf den Kopf gefallen und wusste, wie man damit umgeht. Wir fingen an, Geiseln zu nehmen, exekutierten 10 Sklaven für einen Toten auf unserer Seite. Ach, dieses Dorf unterstützt die Rebellen, brennt es nieder. Ein Einheimischer weiß etwas über die Rebellen, er darf erst sterben, wenn er uns alles gesagt hat. Du verstehst schon, was ich meine. Schon bald mieden die Sklaven sie wie die Pest. Jemand sieht einen Sklaven mit einem Verdächtigen sprechen, die ganze Familie des Sklaven wird abgestochen. Ein Sklave erzählt seinem Meister, dass er eine verdächtige Person gesehen hat. Gute Arbeit, Junge. Ab sofort bekommst du die dreifache Ration und den Dank des Barons. Die Sklaven verrieten uns die Mistkerle scharenweise. Dann machten wir sogar noch mehr Druck und innerhalb weniger Jahre waren sie nicht mehr als eine Erinnerung. Diese Jewel könnte also ganz gut die letzte sein. Sobald der Baron sie erwischt, wird er für die Jungs die größte Party der Welt schmeißen. Da kannst du dir sicher sein. Komm nur nicht auf die Idee zu behaupten, sie sei eine Hexe, die sich mit ihrer Magie vor uns versteckt. Der Baron hat für solche Bemerkungen nichts übrig. Ich habe ihn einmal gesehen, wie er einem Idioten Verstand einprügelte, der solche Scheiße verbreitete. Dabei sagte er, ihr inkompetenten Hurensöhne seid es, die zu blöd sind, sie zu fangen, und deshalb verbreitet ihr schon dieses Sklavenmärchen. Er hat den Miskal zu Tode geprügelt. Der hat bekommen, was er verdient hat. Das ist alles, was ich weiß. Wir haben versucht herauszufinden, wo sie geboren wurde und wer ihre Eltern waren, aber erfolglos. Mama schickt ihr ein paar selbstgemachte Leckereien. Bitte teile sie wie üblich mit den Jungs. Ja, das war dieses Briefchen. Ach nee, da geht's noch ein bisschen weiter. Bestell dem Baron meinen tiefsten Respekt und meinen Dank. Grüß alle Jungs, die sich noch an mich erinnern können.
Ah, ja, der war wohl ein bisschen länger away from keyboard, wie man so schön sagt. Dann lesen wir jetzt noch das Memo. 12. Januar 2018. Nur keine Panik verbreiten. Oberst Markovs Abschiedsbrief muss unter Verschluss bleiben. Ich stufe ihn als streng geheim ein. Niemand außer uns dreien darf von seinen letzten Befehlen wissen. Diese sind ohnehin null und nichtig, da Oberst Markov sich selbst getötet hat, um sich der Verantwortung zur Ausführung dieser Befehle zu entziehen. Anweisung 01 muss streng befolgt werden. Die Funkstille muss eingehalten werden. Der Krieg ist noch nicht zu Ende und wir sind Soldaten. Selbst wenn wir diese verräterischen Befehle ausführen wollten, hätten wir nicht genug Männer und Transportmöglichkeiten, um diese Reise über 1000 Kilometer zu bewältigen. Oberstleutnant R.V. Novikov oder so ähnlich. Da ist ein Komma, da geht es sicher gleich noch weiter. Da, ehemaliger Kommandant der Satellitenkommunikationszentrale Kaspian 1. So, ja, damit haben wir schon die ersten 6 Minuten dieser Folge mit Lesen verbracht. Jetzt können wir aber weitermachen. Es sei denn, da findet sich gleich noch was ein bisschen. Also erstmal ein bisschen Licht hier und Feuer und alles abbrennen und brutzeln und dann gibt's Steak. Natürlich müssen wir auch sehen, ob wir hier irgendwas finden, was nützlich ist. Aber im Moment sind es nur alte Bildschirme. Und der Filter müssen wir auch langsam wechseln. Dürften noch 1 Minute haben. Aber das ist im Moment noch nicht so wichtig. Er fängt dann schon rechtzeitig an zu husten. So, das rote Lichtchen da ist doch sehr vielversprechend. Ich würde sagen, wir schalten hier den Strom dann gleich ein. Ja, wir schalten den Strom jetzt ein. Mit unserem kleinen Ladegerät-Dingsbums powern wir einen ganzen Generator. Tja, Damir. Achtung, Fehler im Lüftungssystem. Persönliche Ausrüstung bereithalten und auf Station bleiben. Weitere Anweisungen abwarten. Ja, jetzt ist Zeit für den Filter. Ja, gehört habe ich's. Das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich durch die ganze Station mit der Gasmaske. Und übrigens, warum ist hier auf diesem Bildschirm einer Kommunikationszentrale ein fahrbarer Raketenwerfer? Also nur eine Kommunikationszentrale kann das nicht gewesen sein. Ich glaube, das ist noch ein bisschen mehr gewesen. Was war das? Ach so. Ein, Bewegungsmelder. Metalldetektor. So rum, wie am Flughafen. Stepanic, wir sind ohne Paddel einen verschissenen Fluss hinaufgefahren. Aus den Erdspalten, die das Erdbeben aufgetan hat, kommt nun Gas, und zwar giftiges Gas, wenn mich nicht alles täuscht. Bislang bewahrt uns das Lüftungssystem davor. Aber was passiert, wenn der Strom wieder ausfällt? Oder wenn noch ein Beben kommt und die Erdspalten sich noch mehr öffnen? Ich hab den Chef gefragt, aber der lässt nur wieder das Übliche hören. Sitzt dir den Arsch im Büro platt und dreht Däumchen. Keine Panik aufkommen lassen. Sitzt dir den Arsch im Büro platt und dreht Däumchen. Keine Panik aufkommen lassen und unbedingt Anweisung Nummer 1 befolgen. Ich weiß schon nicht mehr, was ich tun soll. Naja gut, wenn man natürlich ein paar Jährchen hier drinnen sitzt, oder wie lange auch immer die hier ausgehalten haben. Wenn man nichts tun kann, wird das irgendwann schon sehr langweilig, würde ich mal behaupten.
Irgendwann wird man dann halt auch alle Bücher gelesen haben, die es so gibt, selbst die uninteressanten, die niemanden interessieren würden. Und das hier sind wohl diese Gaslöcher da. Naja. Hinten liegt noch einer. Der natürlich auch wieder nützliche Ressourcen für uns hat. Die nehmen wir natürlich sehr gerne mit. So. Arthur, ich versuche die unteren Etagen zu öffnen. Also gut, wo war das Ziel? Ach, da. Na bitte. Das Lüftungssystem arbeitet normal. Alles Personal hat die allgemeinen Anweisungen zu befolgen. Okay, da müsste ich ja ohne Gasmaske arbeiten können jetzt. Das ist natürlich sehr schön. Oh, da muss ich jetzt nur noch dieses Dingens finden. Da hinten ist ein Konferenzsaal oder so. Da gucken wir, ob wir da auch noch reinkommen. Oder ob der nur Dekoration ist. So, das dürfte wohl das Herz der Kommandozentrale sein. Beziehungsweise der Kommunikationszentrale. Da sehen wir die Lüftungsdinger. Der tackert noch ein bisschen was. Da vorne haben wir ein Sowjet-Symbol. Hammer und Sichel. Das Ding steht hier also schon sehr, sehr lange. Was, Telefon? Was das Pfeifen wohl bedeutet, und ich frage mich, ob man hier vielleicht was machen kann. Wäre halt schon cool. Aber nichtsdestotrotz erstmal die ganzen Spinnweben wegbrennen. Unglaublich, was sich hier für Dreck angesammelt hat. Innerhalb eines Gebäudes. Das nach 20, 30 Jahren. Nee, eher eigentlich nur 20 Jahre. Schon etwas merkwürdig. Ich frage mich, ob das wirklich so schnell geht. Da oben ist eine Kamera. Aber ich würde mal sagen, dann gehen wir mal weiter. Ein kleines bisschen. Da wird es wieder dunkel. Oh, dann erstmal vollgeladene Batterien. Dann ist die Taschenlampe ein bisschen besser nochmal. Ja, da haben wir das Klo. Schön ist, Bewegungsmelder warnt mich immer vor mit seinem Gepiepse, dass da irgendwas in der Umgebung rumrennt. So. Das kleine Ding haben wir. Hier haben wir noch ein bisschen mehr Kugelkram. Ja, die Klos. Immer schön reingucken.
Es ist bei Survival-Spielen und bei Horror-Spielen Martin, ganz besonders immer wichtig. Die Verbindung bricht ab. Du bist zu tief. Ich habe aber eine Idee. Wie gefällt dir das, Artyom? Wenigstens kannst du mich auf diese Weise hören. Laut Plan kann die Tür zum Archiv nur von innen und von Hand geöffnet werden. Du kannst aber durch den Lüftungsschacht hinein. Such im nächsten Raum einen Eingang. Gut, dass hier zufällig die Türen offen sind. Und natürlich müssen wir dann noch dieses Foto finden von Jules Mutter. Hier haben wir wieder was zu lesen. Bildanalyse. Nach Abschluss der Analyse der letzten Satellitenaufnahmen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass sich in dem Becken radioaktiver Fallout ansammelt und sich auf dessen Grund ein Sediment bildet. Ein Einfluss auf das Ökosystem unterhalb des Damms besteht nicht, daher sind die Strahlungswerte in der Region relativ moderat. Es ist jedoch offensichtlich, dass die Langzeitwirkung ganz vom Zustand der Schleuse abhängt. Aufgrund der intakten Schleusentore können wir sicher annehmen, dass das Tal noch Jahrzehnte sicher ist. Sollte jedoch das Wasser durchbrechen, wird das tausende Tonnen radioaktiven Sediments mit sich führen und das Tal schlimmer verschmutzen, als es andere Gebiete schon sind. 12. Februar 2018. Das klingt nicht so gut. Wahrscheinlich ist genau das passiert. Aber welche Schleusentore? Ja, da müssen wir mit 6-8 beheben. Ach, bist du abgehauen. Da hinten ist er. So, jetzt haben wir auch mal ein Vieh gemessert. Dann ist auch. Dann holen wir noch mal ein bisschen Strom rein. So, jetzt können wir weitergucken. Natürlich müssen wir jetzt noch irgendwo das Bild finden. Fragt sich gerade nur, wo das ist. Das hier dürfte dann wohl der Lüftungsschacht sein. Sicher ist sicher. Nur mal gucken, ob das irgendwo rumliegt. Ah, guck mal hier. Eine Tür. Das sieht doch schon sehr vielversprechend aus. So, dann nehme ich das mal an mich, wenn ich darf. Ja, das sieht ganz nach dem Bild aus, das wir gesucht haben. Damit hätten wir diese Nebenquest auch schon abgeschlossen. Und nun können wir uns um das kümmern, was wir eigentlich sollen.
Na toll. Das wird jetzt lustig. Kann ich natürlich auch nicht verteidigen, wirklich. Jetzt hat er mich erwischt. Jetzt schieße ich einfach mal drauf los. Die spritzen vielleicht eins. Oh! Ich komme aber ganz schön nah, bevor wir das sehen. Jetzt ist es still. Dann können wir jetzt weitermachen, oder? Mal kurz hier lang gucken. Ja, doch, scheint alles sauber zu sein. Okay. Müssen wir jetzt nur noch die des Dingens finden. Und nun ja. Die sind ja anscheinend alle gleichzeitig im Stuhl gestorben. 12. Januar 2018. Letzte Befehle. Unser letzter Kontakt mit dem Hauptquartier ist 5 Jahre her. Seit 5 Jahren führen wir ihren letzten Befehl aus. Für Funkstille sorgen und weitere Anweisungen abwarten. Die Rationen sind auf das kleinste Minimum beschränkt worden, aber kommenden Sommer werden wir trotzdem nichts mehr haben. Die Leute sind am Rande der Erschöpfung. Erhöhte seismische Aktivitäten haben die Struktur der Einrichtung beschädigt. Uns rennt die Zeit davon. Die Umgebung draußen zerfällt rasant. Die Satellitenbeobachtungen bestätigen, dass die Strahlungswerte höher sind als in allen vorhergesagten Szenarien. Jene Bereiche auf der nördlichen Halbkugel, die nach wie vor halbwegs sauber sind, lassen sich an einer Hand abzählen. Der Bereich, der uns am nächsten liegt, ist mehr als 1000 Kilometer entfernt. Unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Lage kann ich die Verantwortung für das Leben des Personals nicht mehr übernehmen. Meine letzten Befehle sind: Erstens, ignorieren Sie Anweisung 01, kontaktieren Sie die Regierungseinrichtung im Yamantau und verlangen Sie weitere Anweisungen, die aktuelle Lage betreffend. 2. Sollten solche Anweisungen nicht innerhalb von 3 Tagen erhalten werden, dann verlassen Sie die Kommunikationszentrale und begeben Sie sich zur nächsten sauberen Zone. Ich habe keine Ahnung, wie wir in unserem aktuellen Zustand die 1000 Kilometer zurücklegen sollen. Dorthin zu gehen ist trotzdem der einzige Weg, das Überleben des Personals sicherzustellen. Tja. Jetzt wissen wir, was die letzten Befehle sind und was Anweisung 01 ist.
Betrachten Sie dies als meine förmliche Rücktrittserklärung. Oberst M.S. Markov, ehemaliger Kommandant der Satellitenkommunikationszentrale Caspian 1. Tja, das war dann wohl hier der Typ. Nur seltsam, dass die alle gleich weggestorben sind. Guck mal. Da haben wir wieder ein bisschen was. Schön merkwürdig, dass alle Bildschirme das gleiche Bild zeigen. Ein Tonband? Wir haben endlich die Daten über die größten Ballungszentren. Und nun wird klar, dass unsere Hoffnung, eines zu finden, das vom Angriff verschont geblieben ist, aussichtslos sind. Moskau hat ganz offenbar besonders übel getroffen. Die neuen Daten bestätigen, dass es aufgrund des Fallouts unmöglich ist, dort zu leben. Nur Novosibirsk könnte es minimal heftiger erwischt haben, wo... Mami, guck mal, was ich gemalt habe! Ha, wer ist das denn? Das bin ich! Das habe ich gemalt, guck! Ein wunderschönes Bild! Seniorforscherin Katimova, bitte bringen Sie das Kind raus. Dies ist immerhin eine Besprechung. Komm, Giul, du darfst hier nicht rein. Zeig mir das Bild draußen. Ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick auf das feindliche Territorium, solange wir warten. Hier und hier. Das sind offensichtlich Stadtlichter. Wenn da nicht Anweisung Nummer 1 wäre. Wenn wir irgendeine Möglichkeit zur Kommunikation besessen, müssten wir die Koordinaten sofort als Ziel für Folgeangriffe melden. Tja... Krieg. Einfach idiotisch, Großstädte zu bombardieren, weil Krieg ist einfach dämlich. So. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir dieses Archiv da, bisschen was an Munition sollte ich vielleicht auch bauen. Damit ich mich nachher auch wieder verteidigen kann. Mit mehr als nur einem Magazin. Da kann man es öffnen. So, das ab. Der Aufzug wird gestartet. Guck mal, was ist nicht. Dann muss ich es jetzt ausschalten. Ich will nicht, dass du da stecken bleibst. Ich schalte das Licht jetzt aus. Noch mal ein bisschen die Viecher beseitigen. Ekelhaft sowas. So. Das Licht ist aus und damit auch die Absauganlage. Und ich versuche jetzt natürlich verzweifelt zu finden, wo dieser Fahrstuhl sein soll. Der das hier wohl ist. Oder soll ich da lang? Wer weiß. Da kommt wieder das Gas raus. Ja, das ist jedenfalls der Fahrstuhl. Aber mir fehlt ja noch etwas. Und das dürfte mir im Spiel auch jeden Moment klar werden. Ich glaube, jetzt